Musikmesse bzw. ProLight und Sound 2013. Ich bin am Stand von GLP und auch hier wird uns der Bühni wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen und es gibt bei GLP wieder sensationelle Neuigkeiten. Hi Bühni, was gibt's denn bei GLP für tolle Neuigkeiten? Ja, du hast ja schon gesehen, unser Stand ist insgesamt größer geworden, aber es gibt auch Geräte bei GLP, die sind kleiner geworden, nämlich kompakter. Und zwar gibt es zum einen den X4S, das S in dem Fall steht für Small, und es gibt den Volkslichtspot als ganz große Neuheit. Fangen wir vielleicht an mit dem Volkslichtspot. Der Volkslichtspot soll als LED-Moving Head in der 575er-Klasse arbeiten. Das heißt, es ist eine 300-Watt-LED-Platte hinten drin, RGB bestückt, sodass man eben auch trotzdem seine Farbmischung und alles so weiter nutzen kann. Es gibt zwei Gobo-Räder, eins fest, eins dreh- und indizierbar. Also ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich dem vormaligen 575 Pro, den es ja gab als YPOC, aber jetzt eben auf der Volkslichtbase mit dem Design vom Spot One so ein bisschen nachempfunden, alles sehr ein bisschen schön geschrumpft. Und er ist natürlich im Prinzip sehr attraktiv, da wo vorher 575er oder ähnliches genutzt worden sind, da kann der jetzt natürlich richtig punkten und rundet das Programm nach unten ab zum Spot One. Ja, wunderbar. Damit es jetzt natürlich auch nicht nur bei den Spots, sondern auch bei den Washs funktioniert, haben wir den X4S hier drüben. Der X4S ist eine sehr kleine, kompakte Lampe, schnell, bestückt mit 7 LEDs, die jeweils mit Rot, Grün, Blau und Weiß ausgestattet sind, jeweils mit 15 Watt Power. Also da kommt schon was raus. Ne? Auf jeden Fall. Es gibt einen Zoom-Bereich von 7 bis 50 Grad, also schon recht extrem. Und wie gesagt, man hat natürlich alle Vorteile damit. Man kann eine Beamshow fahren, man kann im Prinzip ihn als Washlight benutzen. Er ist ultra kompakt, ultra leicht. Ja. Einfach um auch da, wer jetzt kein X4 braucht und dieser Leistungsstärke, der kann jetzt mit dem X4S natürlich da punkten. Und man kann viele, viele andere Dinge damit tun, wie eben Matrix-Effekte. Man stellt sich vor, 10x10 auf einer Wand oder sowas. Also wir werden da auch zukünftig noch einige größere Events haben, wo der stark vertreten sein wird, genau mit solchen Effekten. Bleibt abzuwarten, dann wir werden es mit Sicherheit veröffentlichen. Da wirst du bestimmt auch was von mitkriegen wieder. Also das sind so die zwei Neuheiten. Und was man vielleicht noch verraten kann, das gibt es jetzt aber erstmal nur hier auf der Messe leider zu sehen. Aber wir werden da bestimmt nochmal einen Bericht drüber machen. Ja. Es gibt auch ein Volkslicht-Video. Okay. Mehr wollen wir darüber aber noch nicht sagen. Wunderbar, super. Ja, wie gesagt, also der X4S ist ja wirklich mega klein, also eigentlich so groß wie eine normale Parkkanne, wenn man so will. Ja. Ne? Und eine kann man auch mal so mal eben mitnehmen, ne? Ja, unterwegs, ja, ne? To go. Ja, ne? Ja, to go. Natürlich to go. Nicht hier am Stand, aber. Ja, das wäre uns sehr, sehr, also es wäre uns sehr unrecht, wenn er hier am Stand wegkommt. Wollte gerade sagen. Aber es ist wirklich das Schöne, ist, man kann ihn in einer Hand halten, in die Trasse rein. Ja, wunderbar. Muss, also ist einfach geschickt. Das ist sehr gut. Sehr, sehr geschickt. Sehr, sehr schöne Produkte, gefällt mir wirklich sehr gut. Sehr, sehr neu. Ja, auf jeden Fall, ne? Ganz exklusiv. Weißt du schon, wann die ungefähr auf dem Markt sind? Ja, jetzt. Also jetzt ab der Messe, lieferbar. Genau. Also X4 sind jede Menge da. Mhm. Außer sind schon wieder alle wegverkauft. Ich weiß nicht, was jetzt natürlich gerade hinter uns so überall passiert. Ja, ja. Aber es waren noch welche da, bevor wir herkamen. Okay. X4S sind auch soweit in Produktion. Das heißt, wir haben jetzt hier die ersten 38 Stück am Stand hängen. Mhm. Und jetzt wird kräftig und schnell produziert, damit möglichst schnell viele nachkommen. Also ich denke, wir werden jetzt innerhalb des nächsten Monats auf jeden Fall lieferfähig sein und können die kräftig verteilen. Wunderbar. Super, vielen Dank, Bühni, für deine tolle Information. Und am Ende des Videos, wie immer, unser Abschlussspruch. Ich zähle von drei runter. 3, 2, 1, Practice and enjoy.